Ja, also ein Jahr, nachdem wir in dem Haus von meiner Oma eingezogen sind, also sie ist gestorben im Jahr 2003 und da sind wir eingezogen und ein Jahr danach haben dann bei uns ziemlich merkwürdige Phänomene stattgefunden. Das erste war in der Küche. Also ich war zu der Zeit im Bad, meine Mutter in ihrem Schlafzimmer, mein Bruder in seinem Schlafzimmer und dann kamen plötzlich von unten Geräusche, aber richtig laut. Das heißt, es hat geklungen, als würde jemand die Töpfe auf den Herd knallen, als würde jemand einen Haufen Teller rausziehen und die auf den Tisch stellen. Also im Prinzip so, als würde jemand in der Küche arbeiten. Und ich wusste aber in dem Moment auch, dass es weder meine Mutter noch mein Bruder ist. Und also da in dem Moment habe ich dann auch schon wirklich ziemlich Angst bekommen. Und als ich dann am nächsten Tag runtergegangen bin zum Frühstück, da hat meine Mutter dann auf einmal gemeint, ach wie schön, du hast ja die Küche wieder aufgeräumt, nachdem du gekocht hast. Und ich habe ihr dann gesagt, ich war das nicht. Und ihr Gesicht wurde dann sehr, sehr bleich. Also das heißt, in dem Moment hat sie erst realisiert, dass ich das gar nicht war. Aber sie hat es auch nachts gehört. Und das war so ziemlich dann das erste Erlebnis, mit dem alles angefangen hatte. Und ja, am Tag darauf war bei uns im Keller, also wir haben eine sehr schwere, große Tür im Keller, die ist immer dreifach abgesperrt. Und die stand dann sperrangelweit offen. Und das war eigentlich eine Gewohnheit, die meine Oma immer hatte. Die hat sehr oft vergessen, die Kellertür zuzumachen, hier hat sie dann immer sperrangelweit offen gelassen. Und da kam so der erste Verdacht auf. Was dann als nächstes geschah, das war, dass die Einladung von ihrer Beerdigung, die lag plötzlich unter dem Kopfkissen von meinem Bruder. Und darauf, auf dem Kopfkissen, lag eine schwarze Stecknadel. Also meine Oma hat früher immer sehr viel genäht und so weiter. Und in dem Moment war es uns dann klar, dass es unsere Oma ist. Es waren wie so Zeichen, die sie quasi hinterlassen hat. Und ja, unsere Mutter hat uns dann zum ersten Mal auch erzählt, dass als sie im Krankenhaus eben war, dass sie zuletzt noch so Sachen gesagt hat, wie dass sie meinen Bruder und mich gerne aufwachsen sehen würde. Und seitdem ist sie quasi öfter bei uns, kann man sagen. Also sie kommen, ich weiß nicht, da, man riecht es plötzlich. Man riecht das Parfüm, was sie früher immer hatte. Das hat so nach Magnolie gerochen. Und immer wenn irgendwas passiert, dann riecht man dieses Parfüm. Da gibt es zum Beispiel dann auch noch das Erlebnis mit der Uhr. Also ich habe ihre Uhr bei mir im Zimmer. Das ist so eine große mit einem Pendel drin. Und die habe ich aber nicht aufgezogen, einfach weil die mir zu laut tickt. Und ja, beim Aufräumen, da steht immer ein Bild von ihr drauf. Und als ich das in die Hand genommen habe, in dem Moment hat das Pendel dann angefangen zu schlagen. Und das war wirklich ein sehr emotionaler Moment für mich. Weil es hat plötzlich auch wieder so nach ihrem Parfüm gerochen und ich weiß nicht, also das war ein sehr, sehr emotionaler Moment, als dieses Pendel angefangen hat zu schlagen. In dem Moment war mir einfach bewusst, dass sie da ist. Ja, und seitdem passieren eben häufiger Sachen bei uns, dass sie irgendwelche Geräusche quasi von sich gibt und wir wissen mittlerweile eigentlich, wenn sie da ist. Und das passiert jetzt seit fast 9 Jahren in ja, regelmäßigen Abständen. Ich habe noch etwas anderes erlebt, das war aber Jahre später. Damals ein guter Kumpel von mir und ich, also wir sind Heiden, das heißt wir feiern dann quasi so unsere Feste, so kleine Rituale, eben wo wir quasi für Glück und Erfolg beten und so. Und das machen wir meistens dann im Freien und wir wollten unbedingt einen neuen Platz finden. Und da gibt es in einer großen Parkanlage bei uns so einen Baumkreis. Das ist ein perfekter Kreis aus Bäumen. Und da haben wir gedacht, ja, da machen wir das. Und dann sind wir eben abends durch den Park gelaufen. Und da hat es aber schon irgendwie angefangen. Es war alles so ein bisschen merkwürdig. Es war dunkler als sonst. Also normalerweise leuchten von der Straße so die Laternen noch so ein bisschen auf den Weg rein auf die Parkanlage. Und es war aber stockdunkel. Und es war auch so merkwürdig still. Ich meine, es war so im Herbst. Und normalerweise hört man ja immer irgendwie Blätter rascheln oder irgendwelche Tiere oder sonst irgendetwas. Aber es war absolut still und in dem Moment war ich auch wirklich angespannt, extrem angespannt. Das hat sehr, sehr bedrohlich gewirkt, quasi als würden einen die Bäume anstachen. Das war halt so, wie ich das damals empfunden habe. Wir kamen dann irgendwann zum Naturkundemuseum, also da ist ein Naturkundemuseum in dem Park und das war noch beleuchtet. Und weil aber dahinter dann alles komplett schwarz war, also gar kein Licht mehr, haben wir gedacht, okay, holen wir erstmal die Taschenlampen raus. Und in dem Moment, wo wir aber uns aber dahingesetzt haben, die Taschenlampen rausholen wollten, sind alle Lichter von dem Museum plötzlich ausgegangen. Und das war dann so der Moment, wo dann auch langsam die Anspannung bei meinem Kumpel
gewachsen ist. Aber wir wollten das trotzdem durchziehen. Wir wollten unbedingt unser kleines Ritual feiern, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht hatten zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen weiter. Und dann kamen wir irgendwann an diese Wiese. Das ist bei einem Abhang, also geht da ziemlich steil später hoch. Und unten auf der Wiese ist eben dieser Baumkreis. Als wir die Wiese betreten haben, da haben wir Hundegebell gehört. Und wir dachten zuerst, oh Gott, da hat irgendjemand seinen Hund frei rumlaufen oder so. Und wir haben dann auch oben entlang von dem Hang da und was Schwarzes hin und her rennen sehen. Und da haben wir gedacht, oh Gott, wenn das jetzt ein Hund ist, was passiert, wenn der zu uns kommt? Und so weiter. Ich meine, ein freilaufender Hund mitten in der Nacht und fremde Menschen, wie wird der reagieren und so weiter. Also wir hatten dann in dem Moment auch schon wirklich ziemlich Angst. Urplötzlich war das ziemlich nahe. Also es war sehr, sehr nah. So vielleicht am Anfang so 20 Meter und wir konnten aber nicht sagen, was es war. Das hat dauernd seine Gestalt irgendwie verändert. Das war wie dreidimensionaler Schatten aus dichtem Nebel oder so. Und das hat sich dauernd irgendwie verändert, aber es kam direkt auf uns zu. Und es hat kein Geräusch gemacht, kein einziges. Obwohl da überall Laub noch lag, kein einziges Geräusch, kein Blätterrascheln, das kam immer weiter auf uns zu. Wir standen so da und haben uns gedacht, was ist das? Was ist das? Und wir standen wirklich wie angewurzelt da in dem Moment. Wir konnten uns auch gar nicht bewegen. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war dann mein Kumpel sehr, sehr aufgeregt und der hatte auch ziemlich Angst. Der hat dann immer gemeint, oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Also er war sehr, sehr aufgeregt. Irgendwann stand es dann nur noch nicht mal mehr ganz 4 Meter vor uns und wir konnten noch immer nicht genau sagen, was es war. Also von der Höhe her war es ungefähr kniehoch und es war aber komplett schwarz und es hatte so eine komische Form. Das war hundeartig, aber es hatte weder einen Kopf oder noch etwas Eindeutiges, wo man sagen könnte, das wäre ein Hund. Es war sehr bedrohlich, die Situation. Wir hatten auch irgendwie beide das Gefühl, das will uns nicht da haben. Also haben wir uns umgedreht und sind ganz ruhig und langsam gegangen. Weil wir wussten auch nicht, folgt es uns und so weiter. Es war irgendwie wie so Instinkt bei Hunden. Man soll ja langsam laufen und nicht rennen. Und diesen Instinkt hatten wir in dem Moment auch. Und wir sind einfach, haben uns umgedreht und sind gegangen. Und dann haben wir uns erstmal auf eine Parkbank gesetzt und ja, wir wussten einfach nicht, was haben wir da gesehen? Haben wir das überhaupt gesehen? Aber wir hatten es ja beide gesehen. Und plötzlich war alles wieder wie normal. Die Bäume haben wieder die Blätter geraschelt. Man hat irgendwie Rascheln in den Büschen gehört. Plötzlich kamen auch wieder Leute vorbei und die Lichter von den Laternen haben wieder in die Parkanlage geschienen. Es war absolut merkwürdig. Es war zwischendrin auf dem Weg hin wie eine Art Standbild, wo wir durchgelaufen sind. Und plötzlich war alles wieder lebendig. Was dann so ziemlich das Schockierendste war, eine Freundin von mir, die hat, also die weiß, dass ich quasi Gruselgeschichten und so weiter mag und mich auch für Geister und so interessiere. Und die hat mir damals aus einer Bibliothek so einen uralten Eintrag gebracht. Das war ein Bericht von der Wache, die damals dort in einem Schloss war. Und da gab es einen Bericht von einem schwarzen, kopflosen Hund. Der soll plötzlich aufgetaucht sein, mitten im Innenhof von dem Schloss und auf die Wache zugerannt. Und war einfach so wieder verschwunden. Ja, als wir uns beide das durchgelesen hatten, also mein Kumpel und ich, da ja, ist uns im ersten Moment das Herz ziemlich in die Hose gerutscht, weil die Beschreibung von diesem Wesen, dieses Schwarz und die Gestalt dauernd verändern, war exakt das, was wir eigentlich gesehen hatten. Und deswegen, also wir sind mittlerweile davon überzeugt, dass es dieser Hund war, den wir gesehen hatten. Was er wollte, wissen wir nicht. Oder wie er ob er öfter dort erscheint. Aber auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr beängstigendes Erlebnis.